Sehr verehrte Damen und Herren, Handballfreunde, grün-rote Bluter und Herzen, Handballfreunde, große Auskenner. Was für ein unfassbar legendärer Tag. Ich kann es dir nochmal zeigen. Das war irgendwann im Jahr 2013. Hier ist das Tattoo. Damals habe ich es gemacht. Da haben wir irgendwie mit einer halben Jugend und zwei Einbeinigen den THW Kiel geschlagen in eigener Halle. Und ich darf heute hier stehen, nach so einer langen Durststrecke, nach so viel Rückenwind durch den DHB-Pokalsieg, und wir haben Kiel geschlagen mit dem schönsten Ergebnis, was man haben kann, mit einem vor. Und in der schönstmöglichen Art und Weise, die man so erleben kann, nämlich 7 Meter für die anderen, in der letzten Sekunde die Hupe kommt, der Schiedsrichter pfeift an und der hier hält! Und wir haben einen Kiel-Fan hier unter dem Applaus, unter dem tosenden Applaus aller Magdeburger, kriegt sie ein Foto jetzt zusammen. Macht ein Foto zusammen. Los, wer macht ein Foto? Okay, gut. Sehr schön. Dario. Also das war ein Auf und Ab heute. In der Halbzeit habe ich Steffen Stiebler kurz gefragt, ist da noch was drin? Und er hat gesagt, es ist immer was möglich. Was habt ihr in der Halbzeit beredet? Es sind nur 3 Tore. Ja, also das war das Positive. Wir haben eine sehr gute Abwehr gestellt. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht meinen besten Tag hatte in der ersten Halbzeit. Ich bin Bendo und Thomas dankbar, dass ich drin geblieben bin in der zweiten Halbzeit. Habe es dann auch mit einer guten Leistung, denke ich, zurückgezahlt. Und dass ich dann... Danke. Dass ich dann den letzten 7 Meter halte, ist dann auch im Endeffekt ein bisschen Glück. Ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber bis dahin war es ja wirklich ein unfassbares Spiel. Fangen wir erstmal mit der ersten Viertelstunde an. Irgendwie, nachdem, ich glaube, 4 oder 5 Freistehende verworfen, davon nur einer gehalten von Herrn Landin. Die anderen alle mehr oder weniger weit am Tor vorbei. Was rufst du dann deinen Spielern zu, wenn die da zurückkommen? Ja, gar nicht. Also gar nichts. Gar nichts. Ich versuche mich auf meine eigenen Sachen zu konzentrieren. Die wissen schon selber, dass das nicht gut ist, dass das nicht gut war. Und wenn ich da dann von hinten noch drauf haue, das ist einfach nicht meine Art, das ist nicht mein Charakter, nicht mein Stil. Das wäre auch. Ich dachte eigentlich eher so Anfeuerungsrufe wie Olli Kahn, ja auch ein berühmter Torhüter bei einer anderen Sportart. Weiter, Junge, weiter und immer weiter. Wir brauchen Eier oder irgend sowas. Ja, das kommt natürlich schon. Also positives Feedback, nicht negatives Feedback, mehr positiv. Es gab heute 2 Menschen, die herausgeragt haben. Willst du drüber reden oder nicht? Ja, red mal. Was war denn da los bei deinen 2 Minuten? Ja, ich bin zu spät rausgekommen, bin dann rausgerutscht und dann unglücklich in Bam Bam reingefallen. Ich glaube, die 2 Minuten waren berechtigt. Da muss ich einfach sagen, ja, das ist einfach so. Das ist ein Sport. Man braucht sich auch nicht aufregen, die Schiris. Ich glaube, die haben ja, einen ganz guten Job gemacht. Da muss man sich einfach an die eigene Nase fassen. Deswegen war das schon okay. Wir können vielleicht eine neue für Pritschow und Pritschow eine neue Regel aufstellen. Das sind 2 sehr sympathische Menschen. Es sieht immer schwer aus, aber am Ende reicht es. Zumindest für die letzten beiden Spieler stimmt das auf jeden Fall. Das ist doch eine schöne neue Regel. Letztendlich habt ihr es ja dann auch gerissen. Die Situation mit dem 7 Meter, bereitet man sich auf sowas irgendwie im Training vor? Rufst du da irgendwas ab dann? Du hörst die Hupe, das Spiel ist vorbei, du weißt, halt dich den. Darf ich beim Fan-Talk mit mich ein Bier trinken? Da habe ich mich am meisten drauf gefreut. Ja, los, mach nochmal, mach das noch. Mach ich nachher. Ja, ich glaube, auf so eine Situation kann man sich einfach nicht vorbereiten. Die Halle ist voll, wir haben letzte Woche den Pokalsieg geholt. Wie will man sich darauf vorbereiten? Man weiß so ungefähr, wie die Schützen, wo die ihre Lieblingsecke haben. Ja, das versuche ich abzurufen, aber im Großen und Ganzen kann man sich da ganz schwer darauf vorbereiten. Wie will man eine volle Halle? Es gab ja dann auch noch so eine Situation gleich zum Anpfiff der 2. Halbzeit, wo die ganze Halle natürlich sich auch erstmal auf den gegnerischen Torhüter eingeschossen hat. Herr Landin kam dann irgendwie an. Ich wusste gar nicht, dass der so viele Sachen auch nebenbei macht. Nächste Situation erkläre ich auch gleich, aber der kam an und hat gesagt, da ist eine Tür auf. Das war die Tür hier hinten zum VIP-Raum. Ja, kennst, also die war doch aber auch schon auf, als du auf der Seite standest. Ist dir das egal, bist du auf dem Auge blind oder... Ich habe das auch bemerkt, aber es hat mich jetzt nicht so gestört, so als dass ich jetzt gesagt hätte, die muss unbedingt zugemacht werden. Ich habe gedacht, kriegst die Tür nicht zu, ja? Es war unglaublich. Und dann auch so eine Situation, ich glaube, es war der vorletzte 7 Meter für Magdeburg, wo er so tut, als würde er sich noch unterhalten mit seinen Spielern. Und Robert steht schon längst am Abwurfpunkt und so. Wie muss man sowas einschätzen? Kannst du uns da was Näheres zu erklären? Ja, das sind einfach normale Spielchen vom Torhüter, um den Schützen so ein bisschen zu verunsichern, aber ich glaube, Robert muss man einfach Respekt zollen, was er in den letzten Spielen auch geleistet hat. Er hat einfach die 7-Meter-Quote wieder hochgeschraubt und da muss man einfach den Hut vorziehen. Ich fände es auch großartig, wie er das erklärt hat, der Robert. Er hat halt das Halbfinale beim DHB-Pokal gebraucht und hat gesagt, mit dem letzten 7 Meter, den er verworfen hat, hat er sich den Dreck
von den Pfoten geworfen und seitdem läuft es eigentlich. Er hat komplett recht behalten. Ich hoffe, dass das noch eine Weile so weitergeht. Hast du Lust, über das BH, also über das Bergische HC-Spiel zu sprechen? Ich war leider krank. Ich musste das von zu Hause aus verfolgen. Ich war per Live-Ticker dabei. Deswegen kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Wie ein Glück gerade, Bede. Ich habe nämlich auch keine Lust, drüber zu reden, aber ich glaube, es ist total egal, weil wir haben den DHB-Pokal geholt, also der SC Magdeburg, die Jungs da unten. Das ist ja schon mal so ein Ereignis, wo die Mannschaft so ein bisschen zusammengeschweißt wird durch die ganze Feierei. Und ich, glauben Sie mir, ich habe das so ein bisschen beobachtet aus der Ferne. Also wenn sich diese Herrschaften gegenseitig umarmen, dann wirkt das immer wie so ein Tiger, weißt du? Der würde uns einen kleinen freundschaftlichen Tatz geben, aber der Kopf fällt ab. Also so ist das ungefähr bei denen. Und dann haben wir heute Kiel geschlagen. Der SC Magdeburg hat Kiel hier in eigener Halle geschlagen. Ist das möglich, sowas als einen Ausgangspunkt zu nehmen, als das Ereignis, auf das wir die ganze Saison, die Fans auch teilweise sehr traurig schon gewartet haben, um dann in der nächsten Saison als eine diabolische Einheit die gesamte Liga niederzumähen? Sehr plakativ von dir. Ja, also ich muss dir recht geben, wir haben keine gute Saison gespielt. Es war viel Licht, aber auch viel Schatten dabei. Und ich glaube, dass das DHB-Final Four, wo wir jetzt den Pokal geholt haben, war einfach eine Initialzündung, um nochmal den Endsport einzuleiten für die Bundesliga. Und wir wollen jetzt maximal Punkte ausschöpfen aus den nächsten Spielen. Ich soll auch immer kritische Fragen stellen. Wo haut denn die Mannschaftskasse auf den Kopf demnächst? Also ich weiß nicht, ob Benno da zustimmt, aber wir haben eine Fahrt nach Mallorca geplant. Okay. Also ich glaube, Bennett stimmt da nicht zu. Also ich meine, er hat natürlich einen großartigen Einstieg gerade so als junger Trainer und so. Kannst du was zu dem Einfluss auch sagen? Vielleicht die alte Beziehung von Alfred und Benno, weißt du, wie die im Kontakt stehen und was die heute vielleicht vorm Spiel auch schon miteinander besprochen haben? Also ich weiß, dass Benno mit Alfred Kontakt hat. Aber wie innig das jetzt ist oder wie intensiv, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich würde sagen, das ist auch total egal, denn wir haben Kiel geschlagen in eigener Halle. Da die Pressekonferenz gleich losgeht, da, also ich persönlich und ich glaube, jeder, der in Magdeburg auf Handball steht, ähnlich empfindet, wir einen großen Respekt für Alfred auch haben, wissen wir, dass der jetzt eine richtige scheiß Pressekonferenz vor sich hat. Deshalb wollen wir jetzt vielleicht die jetzt beenden, dann kriegt er vielleicht nicht mehr mit, was wir hier für eine Feierei abgelassen haben. Ich finde, den Respekt hat er verdient. Ansonsten wird das ein bisschen länger dauern jetzt, Dario. Tut mir leid, das ist die schlechte Nachricht heute. Fotos frei mit Dario Quenstedt. Vielen Dank für den MDR Sachsen-Anhalt Fan Talk an diesem tollen Tag.